Ich begrüße jetzt in der Reihe Ausnahmegespräche Carolina Schutti. Schön, dass Sie aus Tirol nach Wien gefunden haben. Danke für Ihren Besuch. Sehr gerne und danke für die Einladung. Sehr gerne. Carolina Schutti, Der Himmel ist ein kleiner Kreis, so ist der Titel Ihres jüngsten Romans. Ich habe jetzt erst nachgelesen, bevor wir auf den Roman zu sprechen kommen, und irgendwie hat das dann doch auch mit dem Roman zu tun, dass Sie neben dem Germanistikstudium und Anglistikstudium auch eine ausgebildete Konzertgitarristin sind. Womit ich wieder zurückkehre zum Roman, diese Musikalität, dieses akribische, jeden Satz setzen, so wie auch dieser Text gemacht zu sein scheint, rührt das auch von Ihrer musikalischen Ausbildung her? Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, das Formbewusstsein, das sich da und auch in meinen anderen Büchern spiegelt, kommt sicher aus der musikalischen Ausbildung, weil man ja doch sehr viel mit Form zu tun hat, gerade wenn es um Wiederholung geht oder, wie Sie gesagt haben, das Setzen von Sätzen an den richtigen Positionen, das kommt sicher aus meiner musikalischen Erfahrung heraus. Was kann denn die Literatur, und Sie publizieren ja doch jetzt schon eine Zeit lang und veröffentlichen auch schon eine Zeit lang, was kann denn die Literatur, was zum Beispiel die Musik nicht kann? Literatur ist konkreter, also sie kann viel konkreter Bilder entstehen lassen. Beide Kunstformen treffen sich meiner Meinung nach auf der emotionalen Ebene, wenn sie funktionieren. Aber mit Literatur kann ich natürlich viel unmittelbarer bestimmte Dinge erzeugen. Bei der Musik weiß ich ja nie genau oder ich kann es nicht so bestimmen, wie es beim Gegenüber dann letztendlich auskommt und was es auslöst. Musik ist sicher emotionaler, Literatur hat doch etwas mit konkreten Vorstellungen zu tun. Sie erzählen in diesem jüngsten Roman zwei sehr konkrete Geschichten, die entweder die Geschichte ein und derselben Person ist oder auch nicht. Man kann das offen lassen, wir können das einmal offen lassen. Jedenfalls sind es Geschichten zweier Frauen, die sich auf sehr unterschiedliche Art aussetzen. Eines der zentralen Themen, zumindest in meiner Lesart dieses Textes, ist eine große Einsamkeitsstudie. Was war denn für Sie am Beginn dieses Textes? Ganz am Beginn war der Wunsch, einmal Protagonistinnen zu suchen, die absolut abseits aller Klischees sind oder dem, was wir uns so als typische Romanfigur, weibliche Romanfigur vorstellen. Und da bin ich gelandet bei einer Frau, die einen sehr außergewöhnlichen Beruf hatte, weil den übt sie also zum Zeitpunkt der Handlung nicht aus, und zwar eine Bootbauerin, die noch dazu an Wutanfällen leidet. Und die andere ist eine Abenteurerin oder einfach eine Frau, die sich aufgemacht hat nach Sibirien, um dort an einer sogenannten Winterstraße eine Raststätte zu betreiben. Also die Idee hatte ich sehr früh. Und eine zweite Idee, es geht ja wirklich um Isolation und in dieser Isolation um das ganz auf sich selber zurückgeworfen sein, was das dann mit uns macht und gleichzeitig um verschiedene Konzepte von Freiheit. Also diese anfangs noch vage Idee, zusammen mit diesen konkreten Frauenfiguren, das hat dann so den Anfangspunkt meines Buches ergeben. Sie haben jetzt zwei Momente da angesprochen, eben den Moment der Freiheit und dieses Unabhängigkeits-Autarkiestreben von beiden Figuren oder einer Figur. Das heißt, wenn wir einmal bei diesem ersten Moment bleiben, sie nimmt sich vor, täglich den Boden zu prüfen, heißt es an einer Stelle. Ich finde, dass das im Roman ein ganz zentraler Satz ist, obwohl er sehr harmlos ist. Aber er verdeutlicht auch die Unsicherheit dieser Böden, auf dem sich diese zwei Figuren auf sehr unterschiedliche Art bewegen. Und als ob sie literarisch versuchten, diese Unsicherheit dieser Böden zu erschreiben. Richtig, falsch? Sie machen mir jetzt eine riesengroße Freude, dass Sie genau den Satz herauspicken, weil er so unscheinbar daherkommt. Aber es geht genau um das. Also der Boden, auf dem sich die Figuren befinden, der ist extrem brüchig. Sie müssen sich diesen Boden selber suchen und konstruieren. Und
jeden Moment sich vergewissern, wer sie sind, wo sie sind und auf welcher Art Boden sie überhaupt stehen. In meiner Lesart ein Moment der Sicherheitsspende sind sowohl bei der einen als auch bei der anderen Figur sehr genaue Beobachtungen, nicht zuletzt von Natur. Ohne dass die Natur aber romantisiert würde, ist diese Natur für Sie ein wichtiger Bezugspunkt auch im Schreiben? Na, ich denke, das ist einfach eine Konstante, die uns als Menschen umgibt, hoffentlich noch lange. Die einzige Konstante, möchte ich sagen, wenn man einfach so zurückschaut in der Geschichte, denn das, was mein Gegenüber sagt, dem kann ich vertrauen oder auch nicht. Das ist im Grunde genommen etwas sehr Bewegliches. Natur, wenn ich mir einen Baum ansehe, dann steht der einfach da und ich weiß, das ist ein Baum und ich kann mich auf meine Wahrnehmung verlassen. Und dieses sich verlassen können auf Wahrnehmung fällt der beiden Frauen ungeheuer schwer. Auch den Leserinnen und Lesern des Buches. Also man muss sich da auch ein bisschen einlassen auf diese Stimmen der Figuren. Und Natur sehe ich wirklich so als Konstante beziehungsweise auch als Umgrenzung dieses eigenen Ichs, das ansonsten drohen würde zu zerfließen. Die Protagonistin, die in der Anstalt sitzt, die sagte es ja auch in einem Moment, dass der Park ihre Welt ist und ihre Freiheit. Würde sie diese Grenzen des Parkes hinter sich lassen, hätte sie Angst, sie würde zerfließen. Ist Literatur, wenn wir kurz bei diesem Moment der Grenze bleiben, ist Literatur immer auch so etwas wie ein Verschieben von Grenzen aus ihrem Empfinden oder ein Infragestellen oder ein Erschreiben oder ein Zurücknehmen von Grenzen? Auf jeden Fall, sonst müssten wir gar nicht lesen. Also jedes Buch, das ich aufschlage, von dem hoffe ich, dass es irgendeine Grenze in mir verschiebt. Das ist für mich absolut das Wesen von Literatur. Was wäre denn für Sie das größte Unglück? Die Frage kann ich Ihnen gar nicht beantworten, weil es so viele Unglücke gäbe. Einerseits auf privater Ebene, andererseits auf gesellschaftlicher Ebene. Ich persönlich würde auf ganz privater Ebene leiden, wenn ich nirgends hin mehr könnte, wenn mich meine Füße nicht irgendwo hintragen könnten, und zwar in die Natur hinaus. Also wenn man mich abtrennt von der Natur, dann wäre das für mich, glaube ich, wirklich ein großes Unglück. Marlene Streowitz sagt immer wieder, sie sei für das Unglück zuständig in der Literatur und nicht für das Glück. Was würden denn Sie als Ihr Zuständigkeitsbereich, als Ihren Zuständigkeitsbereich bezeichnen und beschreiben? Ich glaube, es ist die Herausforderung und vor allem Vertrauen meinen Leserinnen und Lesern gegenüber, dass sie mit den Leerstellen, Vieldeutigkeiten, die ich ihnen anbiete, dass sie die gerne annehmen. Also schon ein bisschen auch irritieren, herausfordern, Grenzen verschieben, wie Sie es angesprochen haben. In dieser Ecke würde ich mich sehen. Es ist ein Text und dafür ist Ihre Literatur auch bekannt, der sehr zart gebaut ist. Es sind eben, wie ich ursprünglich gesagt habe, sehr genau gesetzte Sätze, die aufeinander Bezug nehmen. Da ist nicht zufällig, da verirrt sich nichts. Wie hat man sich Carolina Schutte im Bauen von so einem Text vorzustellen? Ist das, wird das skizziert? Erschreibt sich das von Wort zu Wort? Also bei mir ist es ein sehr doppelt laufender, zweigleisiger Prozess. Einerseits brauche ich unbedingt vorher die fertige Konstruktion, sonst würden diese formalen Dinge überhaupt nicht funktionieren. Gerade bei dem Buch, da geht es wirklich sehr darum, welche Szene sich wann wo spiegelt. Und auf der anderen Seite könnte ich nicht schreiben, ohne ganz intuitiv Dinge einfach passieren zu lassen. Das heißt, ich baue mir zuerst immer so, wenn es um eine neue Szene geht, ich schlage mir so ein paar Pflöcke ein, die einfach da sein müssen. Und der Rest, den lasse ich einfach ganz intuitiv kommen. Da passieren auch Dinge, also man darf sich nicht vorstellen, dass ich mir bei einem Satz überlege, und welcher kommt jetzt als nächstes, sondern der kommt einfach. Eine der Figuren eben sitzt dann in der im Text so benamsten Anstalt, nicht zuletzt wegen Wutanfällen. Sie haben zu Anfang gesagt, eben auch eine Emotion, die man Frauen weniger zuschreibt als für gewohnt Männern oder weniger zuspricht als Männern. Was macht denn Sie, was bringt denn Sie in Rage, was macht denn Sie wütend? Ungerechtigkeit und das Gefühl der Hilflosigkeit. Dass sie wann haben oder dass sich wann einstellt?
es kann in ganz verschiedenen kleinen Situationen sein, dass immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht Herrin meiner selbst, dann wird es schwierig für mich. Diese Figuren, die Sie im Zentrum haben jetzt in diesem neuen Roman, sind ja, zumindest werden sie gesellschaftlich betrachtet, als Figuren, die die Kontrolle verloren haben. Das ist aber mehr eine Zuschreibung vielleicht, als das, was sie selbst empfinden. Genau. Ganz stark sieht man es bei der Figur, die in der Anstalt sitzt, die keinen Namen hat, die Ich-Erzählerin. Also, ihre einzige Möglichkeit, Herrin ihrer selbst zu sein, ist, sich dem zu verweigern, was ihr gut täte. Man möchte sie mit Gesprächstherapien dazu bringen, sich zu öffnen und dass sie eben über diese Ebene Hilfe bekommt. Aber sie hat ja sonst keine Möglichkeit, sich zu wehren. Das heißt, das Einzige, was sie tun kann, ist eben nicht zu sprechen. Damit schadet sie gleichzeitig sich selber. Also diese Frau sitzt gewissermaßen in der Falle. Auch die andere, die habe ich ja, also Sibirien habe ich jetzt ja nicht einfach aus Jux und Tollerei gewählt, sondern sehr bewusst. Einerseits eine Landschaft mit zwei Gesichtern, andererseits haben wir eine vermeintliche, unendliche Freiheit, die uns vorgaukelt, wir könnten gehen, wohin wir wollen. Aber unendlich groß auch nicht, weit. Unglaublich, unglaublich. Und diese Ina sitzt aber da in ihrer Miene, anstatt einfach den Rucksack zu packen und wegzugehen. Und da fragen sich die Leser, warum tut sie das denn nicht? Und das ist das, der Zentralpunkt des Romans. Was hält uns davon ab, wirklich in die Freiheit hinauszugehen? Oder eben sind wir wieder bei dem Thema, was ist denn Freiheit überhaupt? Ist es die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen? Ist das schon Freiheit? Oder ist es, dass ich selber fähig bin, mich zu befähigen, Freiheit überhaupt wahrzunehmen? Also das ist der Punkt eigentlich, um den das kreist. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie der Roman rezipiert wird. Und habe gesehen, dass die Hinweise auf Marlene Haushofer herbeigezogen werden, beziehungsweise Marlene Haushofer mit der Wand in den Raum gestellt wird als Vergleichstext möglicherweise. Stimmt Sie das einverstanden? Sind Sie da skeptisch? Beziehen Sie sich innerlich auf eine Autorin wie Marlene Haushofer? Also ich bin nicht skeptisch, aber ich beziehe mich hier auch auf niemanden, muss ich sagen. Also ich bin jetzt keine Autorin, die Vorbilder hat. Ich lese unglaublich viel und fast nur Zeitgenössisches, weil es mich einfach sehr interessiert, was meine Kolleginnen und Kollegen jetzt so schreiben. Also ich habe keine historischen Vorbilder. Es stört mich aber auch nicht, muss ich sagen, weil Die Wand ist ein Buch, das ich natürlich gelesen habe. Und es ist ein gutes Buch. Und ich wüsste nicht, warum ich mich dagegen wehren sollte. Eine abschließende Frage, Carolina Schutti. Wir haben jetzt ein paar Aspekte dieses Textes zumindest gestreift. Etwas, was Ihre Literatur auch ausmacht, ist die Absenz von tagesaktuell Politischem. Was bewegt Sie dazu, das auszusparen? Ja, es ist meine Überzeugung, dass Literatur nicht unbedingt politisch aktiv etwas bewegen kann. Ich fürchte, dass es nicht möglich ist, ein Buch zu schreiben und wirklich da etwas ins Rollen zu bringen. Aber ich glaube absolut daran, dass unser politisches Verhalten, das hängt ja irgendwann an unserem Inneren. Und das ist das, wo ich schürfe. Also ich denke, wenn wir viel lesen und auch viel Bücher, wo es um Existenzielles geht, auch darum, wie wir unserem Gegenübertreten, mit Respekt, Wertschätzung und Offenheit, da denke ich, dass das die Kraft und Stärke der Literatur ist und die beeinflusst natürlich unser politisches Handeln. Also insofern, wenn ich so gefragt werde, ja, sind Sie nicht politisch, keine politische Autorin, da muss ich vehement widersprechen und sagen, ich bin keine tagespolitische Autorin, aber absolut eine politische Autorin. Ich glaube, es heißt bei Adorno einmal, dass jedem, also jetzt in meinen Worten zusammengefasst, bescheiden, aber in jedem Kunstwerk, das den Namen verdient, steckt ein, es soll anders werden. Und ich glaube, zumindest lese ich Ihre Literatur nach diesem Muster. Eben, es verzichtet auf tagespolitisch Aktuelles, aber das heißt noch lange nicht, sie wäre unpolitisch. Vielen Dank, Carolina Schutti, für den Besuch in der Reihe Ausnahmegespräche und viel Glück dem Buch. Danke sehr.
Musik.